Hallöchen, meine Lieben. Heute ist mein Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag, werde 37 Jahre alt und wie ihr vielleicht schon unschwer am Papa kennen könnt, er ist gerade in Backfieber. Jetzt ist er im Backfieber und die Luisa ist auch dabei, die hilft ihm. Es ist heute Freitag, die anderen Kinder sind noch in der Schule und deswegen fangen die zwei schon mal an. Was gibt's denn heute? Kuchen zu backen und zwar, wir haben auf Sallys, Sallys Welt, glaube ich, heißt. Du bist das verprügelt von deinem Minikuchen. Einen Kuchen gefunden, mal schauen, ob das wirklich schaffe. Der Papa weiß nicht mehr, wie er heißt, oder? Ich habe mir den Sallys Welt heißt es. Nein, der Kuchen. Also Karottenkuchen. Oh mein Gott. Das ist der von Starbucks. Das ist der Carrot Cake. Es schaut sehr einfach aus, aber ja, backen kann ich nicht. Ich kann zwar kochen, aber backen war noch nie meine Stärke. So Palatschinken, das geht schön, aber so kochen habe ich nie geschafft. Du schaffst das schon. Ich zeige euch zum Schluss, wie das aussieht. Warte kurz. Also sollte ungefähr so aussehen. Das schaffst du, oder? Ja, mit Luisa habe ich keine Angst. Ja, und ich werde mich jetzt mal kurz fertig machen. Ich habe noch nasse Haare. Ich werde mich ein bisschen schminken und bin gespannt, wie mein Kuchen ausschauen wird. Ich habe in der Zwischenzeit schon die Haube runtergenommen, weil es war sehr, sehr heiß. Also, ich glaube, als erstes brauche ich mal eine Waage. Die habe ich nämlich da. Dann, ja? Topf. Ein Topf brauchen wir. Okay, Topf brauchen wir. Du meinst ein Schüssel? So einen, oder? Das legen wir auch dahin. Dann brauchen wir natürlich sicher auch Mehl. Und jetzt legen wir los, oder? Kannst du bitte mal die Waage einschalten? Ja, super. Du kennst eh aus. So. Jetzt noch einmal hier drücken. Perfekt. So, jetzt brauchen wir 400 Gramm Mehl. Ich glaube, das passt, oder? 400 Gramm. Mhm. Was brauchen wir noch? Ja. Wir brauchen noch 400 Gramm Karotten. Wie viel haben wir insgesamt hier? Keine Ahnung. 700 Gramm. 560. 500. 400 ist perfekt. Lass mal so. Okay. Wir brauchen hier vier Eier. Vier Eier. Kannst du sie reingeben, aber ohne Schale, ja? Naja, ein bisschen war im Kühlschrank. Einfach da reingeben, alle vier, ja? Ohne Schale. Ohne Schale. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Schau, du nimmst zwei Eier, machst du so. Zack. Und dann nimmst du die Schale auf. Die Lisa schafft das, ich weiß das. Genau. Und jetzt gibst du das her und dann steckst du den Finger so rein und machst es auf. Ja, genau. Ja, so kann man auch machen. Aber die Schale muss man wieder rausnehmen. Und jetzt müssen wir wieder alles rausfischen. Aber ich kann es nicht. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen einfach ein Gabel. Ein lass mal drinnen, oder? Warte, ich kann nicht mehr rausfischen, oder? Ja, will nicht. Sie macht von Eierbohnen. Sie war bei der Eierbohnen. Die andere Mama so. Und dann machst du. Pats. Kannst du nochmal versuchen? Nimmst du zwei Eier, klopfst auf den anderen und dann zack auch mal. Ja, schon gut, ja? Zieh über den Schüssel. Ja, das war nicht schlecht. Oh mein Gott, das ganze Ei ist da. Ein Kuchen kriegt ja keiner mit, das ist auf den Tisch, wa? Ich muss gut den Tisch waschen. Was ich vergessen habe, für diesen Kuchen brauche ich Walnüsse. Ich hätte es vom Supermarkt kaufen können, also die geschälte kaufen können. Ich habe auch vergessen. Ja, und jetzt muss ich meine eigenen Nüsse
die Nüsse aus unserem Garten knacken. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Ich hätte gedacht, dass ja, schnell geht. Aber wie man sieht, alles reibungslos kann nicht funktionieren. Deswegen muss ich jetzt schnell Nüsse knacken, weil bald kommt die Lara schon von der Schule nach Hause. Patrick auch und Kuchen ist noch nicht fertig. Ist noch immer in seinem Fokus. Oh Gott, das ist really, es ist fast 11 Uhr und ich habe nichts außer Nüsse geknackt. Ich liebe dich, Papa wird nervenblank. So, ich zeige euch, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Ja, du weißt, du gehst auch dazu. Also, Nüsse geknackt, das. Zucker habe ich Pulver gemacht, also Puder im Thermomix. Ansonsten nichts. Das war alles? Ja. Das ist schon viel. Hallo, das ist wohl viel Zeit vergangen. So, Karotten habe ich noch geschält. 400 Gramm. Ja. Weiter geht's mit dem ersten Schritt. Und zwar, schau mal hier beim Sally Welt. Sie macht in einer Maschine die Karotten. Aha. Naja, ich habe sowas. Ist fast ähnlich, ja, nur altmodisch. Also damals, als das erfunden wurde, gab es noch wahrscheinlich keinen Strom. Aber mit dem komme ich wahrscheinlich eh zurecht. Cool, oder? Mein Butterzucker ist fertig, also schaut zumindest sehr gut aus. Ich zeige euch, wie der Thermomix aussieht. Ich habe vorhin der Thermomix den Puderzucker gemacht. Also, ich hoffe, die Mama ist nicht böse auf mich. Aber ich mag sauber, ich verspreche es. So, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich habe zu dem Butter dazugegeben, so wie die Sally gemacht hat. Nur mein Teig schaut anders aus als ihre. Und zwar, ich zeige euch gleich. Ja, meine schaut so aus. Was kann ich jetzt machen? Ich muss schnell improvisieren. Irgendwas muss ich dazu geben. 2 Stunden später. Oh Gott. Soll ich Mehl dazu geben? Ja, Mehl könnt ihr dazu geben, oder? Aber jetzt wurscht. Ich werde es so lassen. Ich gebe die anderen Zutaten dazu. Und vielleicht wird es sich binden und zum Schluss kommt dann ein Teig raus. Schauen wir mal. Das ist nämlich nicht so einfach, ich schwöre es. So, liebe Leute, mein Teig ist fertig. Ist leider nicht besser geworden, glaube ich. Ich zeige euch, wie das aussieht. Warte, ich brauche nur meine Spatula. Also, der Teig schaut so aus. Ich vermute, dass es vielleicht zu weich ist. Aber ich habe alles richtig gemacht, so wie sie gesagt hat. Ich werde es trotzdem backen, denn alles, was im Backofen reinkommt, schmeckt immer gut und ist knusprig. So, dazu habe ich mir so einen Ring geholt. Ich muss ihn nur kleiner machen. Wie geht denn das? Also nur... Aha, okay. Ah, okay. Und dann machen wir klein und groß. Ah, okay, na gut. Ich muss mal... Es tropft, das ist sicher nicht gut, oder? Also ich hoffe, dass ich Mamas Kuchen nicht ruiniere, aber... Das tropft. Das kann kein Kuchen sein, oder? Das ist wie eine Creme, oder? Was habe ich da falsch gemacht? Habe ich vielleicht zu viel Butter reingegeben? 250 Gramm, weich. Ich habe es richtig gemacht. Rosinen, Apfelsaft habe ich auch gemacht. Karotten 400 Gramm. Braune Zucker, normale Zucker habe ich auch reingegeben. Vanilleextrakt, Walnüsse, Mehl 400 Gramm. Kakao, Backpulver, Natron, Zimt. Alles drinnen. Komisch. Egal, wir machen es weiter, so wie es ist. Es klappt bestimmt, ich habe keine Angst. Kuchen wird schmecken. So, ich muss 3 Schichten machen. Ich habe den Teig auf 3 geteilt. Das heißt, er wiegt 2000 Kilo. Die wiegen durch 3. Ja, so knapp 700 Gramm, Pi mal Daumen. Ich habe das so gemacht und schauen wir mal, was rauskommt. So, erste, wie heißt das? Tortenboden heißt das, oder? Das heißt
Tortentorte. Tortenborde, mein Gott. Also, erstens, Tortenborde ist schon im Backofen. Ich habe nämlich den Teig gekostet, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich hoffe, dass jetzt was daraus wird. Ist egal, falls der Kuchen nicht schmeckt, ihr habt trotzdem ein bisschen Deko da, mit dem werden wir ein bisschen schmücken und dann wird schon klappen. 2 Stunden später. Also Leute, ich muss euch sagen, wie ich schon vorher gesagt habe, alles was im Backofen reinkommt, wird knusprig und schaut gut aus und schmeckt dann natürlich gut. Ich habe meine ersten Tortenblatt schon gemacht, schaut so aus, mega lecker und er ist hart geworden. Und jetzt zeige ich euch den zweiten und ja, schaut mal. Was sagt ihr dazu? Ja, die Kinder sind hier im Hintergrund, die machen ein bisschen Lärm, denn die Mama ist auch nicht zu Hause. Sie ist unterwegs, sie holte mich ja von der Schule ab und ich glaube, sie hat noch ein bisschen was zu erledigen für meinen Geburtstag, aber mal schauen. Ich muss noch weiter an den Kuchen machen. Ich hoffe, dass es rechtzeitig alles fertig ist und wir auch mit einer Torte Mamas Geburtstagsfeier feiern können. Wow! Leute, ihr sollt mal das riechen. Bist du Wahnsinn? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Kuchen gemacht, der wirklich so gut riecht und hoffe auch, dass es so gut schmeckt. So, ich habe meinen letzten Teil von dem Kuchen im Backofen reingegeben. Jetzt ist der Party schon zu Hause. Wir werden noch das Zimmer dekorieren. Wir haben wieder natürlich Luftballons gekauft und Heliumflasche, weil letztes Mal sind beide leer gegangen. Die Mama ist noch nicht zu Hause. Wir haben noch Zeit, das Zimmer zu dekorieren. Und ja, das machen wir gleich. Meine erste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und das schaut nicht schlecht aus. Also ich bin echt stolz auf mich. Hoffe, dass es auch schmeckt. Und die Mama sich auch freut. Man sieht in dieser Füllung noch Karottenreste, aber das ist ein Karottenkuchen, das gehört dazu. Ne? Ich habe schon den Mixer gewaschen, aber ja, ein paar sind noch geblieben. Deswegen sind noch den Karotten noch drauf, aber ich glaube, da schmeckt keiner raus. So, jetzt kommt der dritte, das ist ja schon eine Etagentorte, wenn dann schon richtig, ne? Achtung! Ich habe gesehen, sie verwendet auch so einen Spackel wie beim, ja, richtigen Bäcker. Ich bin kein richtiger Bäcker, aber ich kenne mich schon aus, denn ich habe schon im Haus viele Sachen repariert, also Wände gespackelt. Es dürfte nicht anders sein, nur halt die Konsistenz ist ein bisschen anders. Aber schau, es geht. Ich glaube, meine Torte ist zu weich, zu warm. Muss ich ein bisschen in den Kühlschrank geben. Oh mein Gott! Mama, du musst sitzen, wir kommen gleich mit der Torte, ja? Oh, bitte, wie schön hast du das gemacht. Du hast noch nie so eine schöne Torte gemacht, oder? Das ist meine erste Torte, die ich gemacht habe. Mama, ja, Mama, du hast mitgehelft? Oh, schön. So, ich muss mir jetzt was wünschen. Was wünschst du? Ein Mann. Warte, nachdem ich ausgepustet habe. Okay? Also, ich...
Bravo! Hat er noch nicht gelacht? Das ist ein Reflex, dieses Schreien. Das ist so. Aber da steht kein pyrotechnisches Dingsbums, aber ist schlimmer. Oh, sorry, wie die Leute die den Kopfhörer hören. Kannst du weg, Kuchen! Was ist das? Oh, Mama und Lara. Schön, ganz schön. Warte, ich hol meine Geschenke. Warte, wir sind noch nicht fertig. Oh. Warte, wir sind noch nicht fertig. Wir bringen die Geschenke alle zusammen. Ist das ein Türstopper? Aber das schaut schön aus, oder? Das ist der beste Kuchen ever, Papa. Das freut mich. Also da drinnen ist diese Füllung geschmolzen, weil ich nicht gewartet habe, bis der Kuchen kalt war. Aber urlecker, mit Rosinen und Nüssen, mega. Das ist wichtig. Ich mag es auch sehen. Aber es ist wahrscheinlich eh nichts für Weise. Oh, alles einsam? Wow. Hä, das haben wir, die haben nie richtig Zeugnisse gekriegt. Ja, ich habe bei dir war es. So viele Geschenke! Danke, Luisa! Danke! Oh mein Gott! Danke, Lara! Ich liebe Lila! Weißt du das? So viele Blumen! Oh mein Gott! Mama, jetzt darf ich dir ein Essen! Wow, ich bin da jetzt mal. Ja, ich mag ihn nicht! Einfach! Das ist nicht so einfach einpacken. Ich habe erst mit 40 gelernt. Wow. Wunderschön, ich liebe es. Soll ich es jetzt auch machen oder was? Ja. Auch machen. Auch machen. Auch machen. Hey, das ist mein Baby. Was? Ich musste sowas noch zurückgeben. Ah, oh, die Michelle hat sich das gemerkt. Oh, das ist so cool. Ihr weiß, dass ich sowas gebraucht habe. Von wem? Von dieser Marke. Ach so. With love. Hey, das ist ein Geschenk. Sarah Lombardi. Und Lombardi. Ja. Voll gut. Ja. Oh, danke. So viele Blumen, so viele Kinder. Na sicher. Das ist sehr schön gemacht. Das ist sehr schön gemacht. Wer hat das gemacht, Patrick? Ich hab's gemacht. Oh mein Gott! Was? Was denn hier? Schmuggelwaren. Der ist überall aufgetaucht, oder? Für uns war auf der Seite eine linke. Oh! Oh mein Gott! Ich hab ein Geist. Oh mein Gott! Da bin ich mehrere Haare als Kind. Danke, Papa! Wir sind jetzt mittlerweile unterwegs, wie ihr sehen könnt. Ich hau den Kopf rein. Ich will rauf. Lara, hör auf. Wir sind, der Patrick ist weggegangen, weil er sich einfach für uns schämt, dass wir jetzt vloggen. Auf jeden Fall, Michelle! Hat der Papa vergessen, die Kamera mitzunehmen. Jetzt müssen wir mit dem Handy kurz filmen. Und wir sind im Donauzentrum, weil wir sind jetzt running Sushi essen. Okay, Michelle, kannst du mir die Maske bitte rauf? Mama? So, let's go. Schau mal, der Philipp hat ein, wer ist das? Ein Fischlolli. Fischlolli. Philipp. Fischlolli. Super, machst du das? Was isst du denn gerade? Donut. Ein Donut. Kämpfen. It's broken. Schön satt? Conny. Conny? Conny.
Ja, aber wir sind so große Stücke gegeben. Kannst du nochmal in die Hälfte reißen? Na, servus, das Ding. Jetzt war er sauer, weil du es ihm weggenommen hast, oder? Ja, du hast mit Absicht gemacht. Ja, wie süß er beißt. Damit er mit dir schimpft, gell? Ja, wie süß er ist. Oh, I love you. Mein Häschen. Philipp, will ich ein Pupping? Mein Gott. Nochmal Pupping? Philipp. Wow. Ich liebe dich. Die Eltern ist sie nicht mehr so. Na, die will sie schon, aber jetzt will sie Philipp ein Kuss sagen. Lass mich. Die Jungs sind halt anders. Die interessiert sich, muss essen. Philipp, gibst du da wieder ein Kussi? Ah. Oh mein Gott. Mama auch. Wir sind wieder zu Hause und was müssen wir an unseren Geburtstagen immer machen? Staubsaugen! Oh, ich liebe auch Geburtstag, aber jedes Mal müssen wir saugen, weil wir dieses Konfetti-Party-Spiel hier haben. Wer hat denn so schön den Teller dekoriert? Ich! Wen weißt du? Oh mein Gott, Jelly, dann habe ich voll das schon nicht. Nee! Wir sind alle hier auf der Couch. Ganze Family. Ich liebe dich. Und wir lassen meinen Geburtstag schön ausklingen. Wir schauen gerade. Ich liebe deinen Geburtstag. Du liebst meinen Geburtstag. Und deine Torte. Und meine Torte. Morgen hat der Papa Geburtstag. Deswegen, morgen muss ich dann Kuchen backen. Ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich gehe mich dann noch abschminken. Und wir kuscheln noch. Danke fürs Zuschauen. Mama, wer hat das Mimmi genommen?